Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, wir wollen ein bisschen weitergehen, auch in dieser Predigt mit dem Thema. Und hier haben wir etwas ganz Besonderes, und zwar: Ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Es ist mal ganz, ganz wichtig, dass wir da hineingehen. Also, ihr seid das Salz der Erde. Was können wir da darunter verstehen? Salz brennt ja. Das hat mit unserem Thema zu tun. In dir muss brennen, was du in anderen entzünden willst. Und Salz ist von seiner Konstitution das, was etwas ganz Besonderes ausmacht. Und der, der gerne kocht, und meistens sind es die Frauen oft, aber auch manchmal die Männer, die gerne kochen, es kommt darauf an, dass du die richtigen Prise des Salzes in die Speise hineintust. Du kannst zu viel hineintun, dann tust du ganz genau diese Speise, diese wunderbare Speise, versalzen. Jeder hat es mal erlebt, wenn eben zu viel Salz hineinkommt in die Speise, dann ist es versalzend. Es ist wirklich so, dass es einem abstößt. Und das ist etwas ganz, ganz Wichtiges. Auf die richtige Prise Salz kommt es an. Und das Christentum soll diese Prise Salz sein, die in der Gesellschaft ist, die genau alles in den Geschmack hineinbringt, die alles hineinbringt, dass unser Verfalldatum jetzt eben nicht so weit geht, dass alles in der Weise nicht mehr genießbar ist in der Gesellschaft, sondern das Salz bringt den Geschmack und macht es haltbar. Und bringt uns diesen Geschmack in der Gesellschaft, dass wir den Geschmack wieder in die Gesellschaft hineinbringen. Dass die Liebe wieder groß wird. Dass die Barmherzigkeit wieder groß wird. Dass das Leben angenommen wird. Dass die Wahrheit geliebt wird. Das ist der Geschmack, den wir bringen. Dass wir Licht in die Gesellschaft hineinbringen. Dass wir Freude hineinbringen. Dass wir wahrhaft Glück hineinbringen und Erfüllung hineinbringen, dass wir Orientierung hineinbringen in die Gesellschaft. Das ist das, wo wir einen Geschmack der Gesellschaft geben durch das Christentum, und das seid ihr. Nicht durch andere, wie wir wissen es aus den Firmen, sie stellen gerne Christen ein, weil sie sehr, sehr in der Weise zuverlässig sind. Ich habe es oft einmal von Firmenchef gehört, und die Christen stehen eigentlich ganz oben in dem, wenn sie das Christentum leben, dass sie sehr, sehr gut in der Firma da sind und dastehen, weil sie auch das ganze Klima würzen. Nämlich wenn sie reinkommen und den Geist Christi hineintragen in die Kollegschaft oder in den Arbeitsplatz, zu den Freunden oder in die Familie, dann kommt ein guter Geist hinein, sagen wir. Und das ist das Christentum, das den Geschmack bringt, das die Haltbarkeit bringt. Dieser Geschmack muss ganz ausgebaut werden. Wir dürfen uns nicht in der Weise davon machen, sondern wir müssen auf Tuchfühlung mit der ganzen Gesellschaft gehen und alles durchsäuern mit diesem Geschmack, mit diesem Salz. Alles wird durchsalzen mit diesem Christentum, weil es diese Prise Salz ist, die eben alles an Geschmack ausmacht, was in der Gesellschaft ist. Sonst lebst du orientierungslos dahin und weißt nicht wohin und gehst arbeiten, dann gehst du in Urlaub, dann hast du vielleicht ein Haus, das du abbezahlen musst, dann hast du ein Auto, und dann, wenn du eben
im Alter bist, ist alles sinnlos. Man lässt sich sogar die Spritze versetzen irgendwo bei Exit und sucht den Ausgang aus diesem Leben, weil es sinnlos ist. Versteht ihr? Aber das ist die Prise Salz, die das Christentum bringt, weil es geht nachher weiter. Hier ist nur ein Schattendasein, das vorbeihuscht. Das Eigentliche ist das ewige Leben. Das ist Salz. Das salzen wir die anderen, die sagen, nein, wir nehmen alles mit, was nur geht. Wenn der Deckel zu ist vom Sarg, dann ist nichts mehr. Dann kann ich nichts mehr mitnehmen. Jetzt muss ich es mitnehmen. Nein, bei uns ist es umgekehrt. Wir schauen, dass wir gut leben und nicht alles mitnehmen. Nicht alles tun, dass wir sündigen und drauf lossündigen und Gott beleidigen, indem wir die Gebote brechen und das Wort Gottes nicht halten. Nein, wir schauen, dass wir gut leben und zwar nach diesem Wort, dass das Salz der Erde ist. Und das brennt in unseren Herzen. Wehe, wenn wir es eben nicht leben. Wehe, wenn ich das Evangelium nicht verkünde und wenn ich das Wort Gottes nicht lebe, dann bin ich eben nicht dieses Salz. Dann bin ich ein schal gewordenes Salz. Also wenn du es betrachtest, wo Jesus das gesagt hat, im Heiligen Land, dort auf dem Berg der Seligpreisung und drüben war der Umschlagsplatz in Tiberias von was, wo sie das Salz verkauft haben. Und er kann mir richtig vorstellen, ich war schon jetzt schon 13 Mal im Heiligen Land, dass er rüber gezeigt hat. Ihr seid das Salz der Erde. Wenn es schal wird, dann wird es auf den Weg geworfen und wird von den Leuten zertreten. Wenn das Salz schal wird, dann haben sie es in Tiberias wirklich so gemacht. Sie haben das Salz genommen und haben es auf den Weg geworfen und die Leute sind drüber gegangen und haben es zertreten. Wisst ihr, was das ist? Wenn ein Christentum nicht mehr salzig ist, wenn es nicht mehr hinsteht und die klaren Worte spricht, wenn ein Christentum schämt sich der Worte Jesu Christi, ist das Salz schal geworden. Wir sind liberal geworden, lau geworden. Wir haben keine Ecken und Kanten mehr. Wir haben nicht mehr ein Profil. In jeder Firma musst du ein Profil zeigen. Und Kante zeigen, du musst hinter der Ideologie stehen, der Firma. Und wenn du es nicht tust, dann wirst du rausgeworfen. Hier ist es so, dass diese Unternehmensphilosophie des Herrn ist, Salz zu sein. Und Salz können wir nur sein, indem wir alles, was das Wort Gottes ist, den Menschen rübergeben. Und wenn wir da abspecken, eine Coca-Cola-Light-Christentum leben, ein Sofa-Christentum, ein Nebenbei-Christentum, ein schal gewordenes Christentum leben, das wird weggeworfen. Was machen sie mit uns? Sie zertreten uns überall, weil wir keine Kante zeigen. Erst dann, wenn du aufstehst und für Gott hinstehst, dann wirst du auch akzeptiert. Sie sind zwar wütend, aber dann hast du Profil. Da kannst du mit deinem Lebenswagen fahren, hast Profil in deinem Alltag und du sagst etwas. Du lebst anders. Du bist eben nicht schal geworden, sondern du bist echtes Salz und bringst den ganzen Geschmack zu deinen Brüdern und Schwestern, die dich ständig fragen, warum lebst du so? Du bist ein lebendiger Vorwurf für den anderen. Du bist ständig Salz. Warum lebst du so? Warum machst du nicht mit in der Welt? Sag, ich bin anders. Ich trage dieses Salz in mir. Es kommt von Gott. Dieses wunderbare Salz, das Gott uns gibt. Was wird eigentlich noch mit dem Salz gemacht, meine Lieben? Salz auf den Straßen. Das Christentum ist wie ein Salz, dass wenn es frostig ist, auch hier in Hamburg, und mal richtig ein Winter kommt und dann legt es eine ganze Schneedecke hin, was machst du mit dem Salz? Du streust es auf die Straßen, dass wir überhaupt noch fahren können. So ist das Christentum. Alles, was frostig geworden ist, was
gefrostet ist, alle Beziehungen, die eingefroren sind, da kommen die Christen und halten die Hand hin über, gegen jede Unversöhnlichkeit, Unverzeihlichkeit. Da gehen die Christen hin und tun die Hand strecken, ich vergebe dir. Dann taust du diese frostigen Beziehungen auf zwischen den Völkern, zwischen den Nationen, in der Familie, in der Bekanntschaft, am Arbeitsplatz, bist du der, der ständig hineinstreut und mit diesem Salz alles aufweicht. Diese kalten, harten, unmenschlichen Strukturen, weil du hineingehst mit dieser Menschenfreundlichkeit, die du von Gott kennengelernt hast. Weil du sollst Gott lieben und den Nächsten lieben wie dich selbst. Und du gehst hinein und du bist dieses Salz. Du taust alle frostigen Bereiche und Beziehungen, alles taust du auf. Das ist das Christentum in dieser Welt. Sogar die frostigen Straßen, wenn du drüber holperst und manchmal von unten alles festgefroren ist, da muss eine richtige Prise Salz hin und alles taut auf. In den Ehen, dass das, wo man sich nichts mehr zu sagen hat, wo man den anderen angiftet, wo man den anderen niedermacht, dass der Christ kommt und ich vergebe dir. Und dass sogar durch die Liebe dieses einen Christen, der gläubig ist in der Ehe, der andere aufgeweicht wird und sagt, woher hast du diese Liebe? Warum bist du so? Und das ist das Salz, das alles auftaut. Die Frostigkeit, dass wir das Leben nicht mehr annehmen in der Gesellschaft und eher mit Hunden unterwegs sind, oder? Keine Kinder mehr haben, keine Kinder mehr wollen, kein Leben mehr wollen. Und das Volk stirbt aus, wir können es hochrechnen. Es ist ja nicht so, die Politiker sind so schwach, so reden sie nach dem Mund, weil sie gar nicht mehr sich trauen, dem Volk zu sagen, hey, wir sterben aus. Wir müssen uns wieder für das Leben öffnen. Dass das Frostige, wo der Tod fast wie ein Grab zu uns gekommen ist und wir in der Sünde stecken, bis zum Abwinken, dass da hineingestreut wird, dieses Salz, damit wir wieder aus den Gräbern heraus entstehen und dieses Frostige des Grabes und des Kühlschrankes, wo wir drin sind, wieder erwärmt wird. Denn das Christentum ist das, das alles Kalte erwärmt. Und es heißt von diesen letzten Zeiten, wir sind in diesen Zeiten, meine Lieben, in diesen letzten Zeiten wird die Liebe erkalten. Und da braucht es das Christentum, weil dieses Salz alles aufwärmt, alles neu macht, alles gut macht. Und da darfst du dein Herz anzünden lassen, weil das ist Christentum. Es taut auf, was eingefrostet ist. Und es ist sehr viel eingefrostet. Nicht nur in den nördlichen Gegenden, wo dann das Eis drüber hängt, in der Antarktis oder in Alaska. Nein, es gibt auch einen Eisschrank in der Gesellschaft. Ein Streit, wo man nicht mehr rauskommt, wie ein Eisschrank. Man giftet sich an, man macht sich gegenseitig kaputt, man hat nur negative Worte und da braucht es genau den Christen, der da hineinstreut mit seiner Liebe, weil die Liebe ist stärker wie aller Hass, alle Gewalt, alles, was dich kaputt macht. Das Christentum ist stärker und taut auf. Es taut auf. Das Nächste. Das Salz nimmt man, meine Lieben, das wunderbare Salz, man nennt es auch das Gold der Erde, das Salz, dass du etwas haltbar machst. Die Älteren wissen es noch. Ich weiß noch, in meiner Jugend, da ist geschlachtet worden und dann hat man es eingelegt. Und wisst ihr, wie das geheißen hat? Das Gesalzene. Wisst ihr, was das heißt? Das Gesalzene. Das Fleisch ist eingelegt worden und da war es haltbar. Wenn das Christentum nicht in der Gesellschaft ist, dann verfällt das Verfallsdatum der Gesellschaft, es wird faulig, stinkig, voller Sünde. Und es modert dahin. Nur im Christentum, wenn wir
dort sind und dieses Salz hineinbringen, dann verlieren wir das Verfalldatum nicht. Und das Verfalldatum, es geht immer weiter. Wir werden bestehen bleiben, denn der, der glaubt, der bleibt besteht. Und wer nicht glaubt, der wird nicht mehr sein. Dann verfallst du. Dann verfallst du. Für das ist das Salz da, dass wir alles haltbar machen, alles konservieren zum Guten hin, dass das Gute behalten wird und nicht, dass das Gute ständig über Bord geworfen wird und überall hinnachgelaufen wird, was nicht Gottes ist. Nein, wir wollen das, was Gottes ist, weil das hält uns und das macht uns ein Verfalldatum, das bis in die Ewigkeit hineingeht, weil wir werden nicht verfallen. Denn wir werden ein Verfalldatum bekommen, das letztlich ein Stempel hat, ewig. Und nicht nur 5 Tage. Und dann ist fertig. Und dann wirst du in den Abfalleimer geworfen. Nein, das Christentum ist Salz und macht die ganze Gesellschaft wieder haltbar. Mittendrin. Wie nur das Wort so spricht und stark ist, was da drin steckt, das ist eine richtige Gewalt und eine Kraft. Noch weiter gehen wir. Salz gibt Spannkraft im Körper. Wenn wir diese Salze nicht in uns haben, und irgendetwas fehlt, können wir gar nicht leben. Die ganze Spannkraft im Menschen, wenn dieser Ausgleich der Salze und der Mineralien nicht in uns sind, geschieht nichts. Wir können gar nichts tun. Wir sind schlaff und niedergeschlagen. Es fehlen Stoffe und die müssen zugeführt werden. Und so ist auch der Organismus der ganzen Gesellschaft. Wenn wir das nicht geben, dieses Salz, ist es schlaff. Die Spannkraft fehlt, die Freude fehlt, die Liebe fehlt, alles fehlt. Das Leben fehlt. Weil Salz gibt auch Leben und bringt Leben auch hervor in guter Weise, wenn es in rechter Weise und in rechter Weise benutzt wird. Das ist, braucht nicht viel für die Gesellschaft. Die Speise braucht nicht viel. Ein schöner Fisch, ein schönes Filet, eine kleine Prise. Und die müssen wir hineinstreuen, dass alles jenen wunderbaren Geschmack bekommt, den Gott der ganzen Gesellschaft geben will. Der Glaube, die Liebe, die Hoffnung, alles, was den Menschen ausmacht. Alles, was uns Leben wert macht. Das ist ganz, ganz wichtig, diese Spannkraft im Körper zu erhalten. Wichtig, früher hat man es auch so gemacht, auch in Kriegszeiten. Was hat man gemacht? Salz in die Wunden gestreut der Soldaten, dass sie nicht zugegangen sind, weil sie mussten transportiert werden in die Spitäler, wo sie richtig operiert werden konnten. Und da hat man Salz genommen, dass die Wunde nicht zugeht. Was heißt das für uns, meine Lieben? Wir müssen ein Christentum sein, das den Finger in die Wunde legt. Sie darf nicht zugehen. Wir dürfen nicht schweigen, dass so viele Abtreibungen es gibt. Jetzt mittlerweile sind es seit 1965 2 Milliarden Kindern abgetrieben. In Deutschland sind es, glaube ich, 100.000 oder wie viel im Monat, glaube ich, oder so. Oder 50.000 im Monat. Wir müssen diese Finger in diese Wunde legen. Die darf nicht zuheilen. Wir müssen aufstehen als Christen für das Leben. Den Marsch für das Leben machen. Und ein Verliebter in das Leben sein. Wir müssen dieses Salz sein, das das Leben liebt. Und dass diese Wunde nicht heilt. Dass diese Wunde nicht heilt des Ehebruchs, wo so stark ist, auch in Deutschland, wo diese ganzen Sünden gemacht werden. Dann die Sünde der ganzen Verhütungsmittel. Wir müssen den Finger draufhalten. Meine Lieben, was da für tiefe, tiefe Altlasten im Menschen sind, jeder nimmt es. Man gibt es den Jungen schon, die Verhütungsmittel. Und es passiert einfach, jeder springt so miteinander hinein und wir sind alle nicht mehr in der Gnade.
Da müssen wir das Salz in die Wunde dieser Gesellschaft streuen. Es darf ja nicht zu heilen. Dass es ganz im Sanatorium Gottes dann geheilt werden kann. Das ist wichtig. Ihr seid das Salz der Erde. Was da dahinter steckt, ist so tief, meine Lieben. So tief. Da müssen wir drauf gehen. Da können wir nicht drauf gehen, dass wir die Gebote nicht halten. Die Sonntagsheiligung, die machen ja nur noch Geschäfte auf immer mehr am Sonntag. Und doch ist der Tag des Herrn heilig und niemand steht mehr auf. Wir müssen die Finger in die Wunde tun für alles, was Gottes ist. Dass das ja nicht zu heilt, sondern dass wir aufstehen, wir Christen, in jeglicher Situation und in jeglicher Weise aufstehen und wirklich hinstehen. Und dieses Salz in diese Wunde der Gesellschaft, der Ungerechtigkeit, der Ausbeutung der dritten Ländern. Furchtbar, dass es uns gut geht und wir schauen einfach, dass wir gut davonkommen. Wir müssen da hineinstreuen, das Salz. Wir müssen hineinstreuen, das Salz, dass die Kinder in der Weise nicht ausgeliefert werden, allem im Internet, in den Handys. Denn zeig mir, mit was du umgehst und ich zeig dir, wie du bist. Und wir können es ja gar nicht mehr steuern, was da abgeht. Wir müssen dieses Krebsgeschwür der Pornografie, wo so viele drin hängen, mal dieses Salz in diese Wunde streuen, seid weg mit dem Zeug aus dem Internet. Dann werden wir schon nicht in der Weise verführt. Und da sündigen Millionen, wenn sie nur anklicken, meistens die Männer. Wir müssen da hinein das Salz streuen, diese Wunde, dass sie nicht heilt, weil das ist gesellschaftszerstörend. Wir wissen aus der Geschichte, jede Kultur, und wir sind auch eine Kultur, die sittlich-moralisch entartet, wird untergehen. Das wissen wir von den Römern, das wissen wir von den Griechen, das wissen wir von Mayas, das wissen wir von den Inkas, das wissen wir von Russland sogar, dass auch Putin sagt, sie haben nach der Oktoberrevolution auch das freigegeben, die Gender-Ideologie, dass sie alles machen durften, was nur geht, mit Männern und Frauen gegenseitig. Und dann war es so, dass die ganze Gesellschaft nach der Oktoberrevolution instabil geworden ist. Und eine atheistische Regierung musste wieder die Familie als einzige Lebensform in der Gesellschaft installieren, weil es ging drüber und drunter. Und wir wollen Gender bis zum Abwinken. Totale Versexualisierung der Gesellschaft. Und da müssen wir